Moin, herzlich willkommen bei Seiko in Rothenburg an der Wümme. Ich begrüße euch zum dritten Teil unserer Wohnkabinen-Koffer-Serie, so möchte ich es mal nennen, René. René, jetzt haben wir die letzten zwei Folgen über unsere Grundstoffe gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie da eine Wand draus gefertigt wird, dass wir individuell Maße bauen können, dass wir schnell liefern können. 4 bis 6 Wochen nach Zeichnung habe ich in Erinnerung. Du hast mir gezeigt, wie wir das Ganze auf so ein Fahrgestell bringen. Aber jetzt lass uns doch mal über ein wirklich individuelles Kundenprojekt sprechen. Hier steht so ein großer, schwarzer TGM. Was genau hat es damit auf sich? Hier, Ivo, haben wir jetzt was ganz Besonderes. Du sagtest ja gerade TGM. Den hat uns nämlich ein Kunde angeliefert und sagte dann, Mensch, ich möchte was ganz Besonderes, hat sehr spezielle Vorstellungen für ein Expeditionsmobil. Und dafür haben wir jetzt einen Koffer entwickelt. In ganz speziellen Maßen, wie man hier sehen kann. Du erinnerst dich daran. Wir haben mal darüber gesprochen, wenn ein Fahrzeug dunkel lackiert ist, dann hat das einen gelben Schaum. Den hat der Wagen hier natürlich auch komplett dunkel lackiert. Die Profile unten rum sind in Rot lackiert, hat eine spezielle Höhe, hat auch noch Fenster mit drin. Den Innenausbau, da kommen wir auch gleich nochmal mit dazu. Und was man hier auch sehen kann, also wir haben nicht nur den Koffer gebaut, sondern wir machen auch den Unterbau noch mit ganz speziellen Staukästen. Deswegen haben wir hier vorne schon extra einen Rahmen untergesetzt, der also auch nochmal verzinkt worden ist. Da kommen die Tanks rein, ne? Frisch- und Abwasser meine ich. Genau, und hier hinten kommen, wie gesagt, auch noch Staukästen ran. Okay. Ja, also der wird also komplett nutzbar nachher sein, das Fahrzeug mit einem Maximum, sag ich mal, an Staumöglichkeiten. Und wir haben den Koffer, meine ich, auf einem federgelagerten Zwischenrahmen montiert, ist das richtig? Oder liegt der einfach so auf dem Fahrgestell? Ich meine, da ist der Zwischenrahmen drunter. Ja, ne? genau. Da haben wir einen Zwischenrahmen drunter. Okay. Ja gut, das ist ja gerade für geländegängige Fahrzeuge auch wichtig, damit der... Ja, absolut. Also den haben wir auch extra hierfür entwickelt. Na, also damit das auch alles in Harmonie perfekt zueinander passt. Okay. Das heißt, von außen schon mal individuell, würde ich sagen. Ja, definitiv. Hat der Kunde frei bestimmt von den Fenstern, den Farben, den Lackierungen? Genau, das hat er sich alles ausgesucht und dann in Kombination mit unserem Vertriebs- und auch Technikteam dann die restlichen, sag ich mal, Anpassungen dann vorgenommen. Und dann wurde aus den ganzen Ideen, die der Kunde vorher hatte, wurde dann jetzt ein fertiges Fahrzeug. Okay. Beziehungsweise im Moment befindet sich ja noch im Bau. Okay, René, und wie sieht es mit dem Innenausbau aus? Machen wir da auch was oder machen wir wirklich nur Rahmen und Kabine? Also wir können ja bei vielen Fahrzeugen machen wir auch nur einen Rahmen und Kabine. In diesem Fall ist es aber so, dass wir auch den gesamten Innenausbau machen. Im Moment kannst du da allerdings noch nicht ganz so viel sehen, weil viele Sachen sind gerade noch im Rohbau. Mhm. Also die Tischler sind gerade dabei, die Möbel zu fertigen. Wir sind jetzt mit der Elektrik, sind wir auch schon zum Teil begonnen. Das machen wir auch alles hier? Ja, das machen wir auch alles komplett hier. Also Tischlerarbeiten, ne, und Möbel nach Wunsch und Maß, wir bauen Duschen, ne, und wie gesagt, die gesamte Elektrik. Das zeige ich dir dann aber beim nächsten Mal, weil dann kann man nämlich schon eine ganze Menge sehen. Okay, das heißt, wir machen eine vierte Folge. Genau, wir machen eine vierte Folge und die wird es in sich haben. Okay, ich bin gespannt. Dann fasse ich zusammen, Folge 1, 2 und hier jetzt 3. Seiko kann Wohnkabinen fertigen nach individuellen Vorstellungen. Ja. Relativ schnell, würde ich behaupten. Ja, 4 bis 6 Wochen halte ich für schnell. Ja, und wir können auch ganze Fahrzeuge umrüsten, ausrüsten, genau, nach Kundenwunsch. Bei uns kannst du auch mit dem kompletten Fahrzeug vom Hof rollen. Entweder bringst du es selber mit oder wir besorgen es. Gehen Gebrauchtfahrzeuge? Gebrauchtfahrzeuge gehen auch. Es ist immer wichtig, dass der Zustand entsprechend passt, dass es möglichst ein rostfreies Fahrzeug ist, aber das geht. Geht auch. Das kriegen wir auch hin. Ja. Okay. René, wir sind am Ende von Teil 3. Ich bedanke mich. Es hat mir wieder eine Freude gemacht. Ich habe wieder viel gelernt. Ja, danke schön, Ivo. Ich bin auf den Innenausbau gespannt. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Tschüss.